Das Vereinsquiz wird Ihnen präsentiert von der Stadt- und Bärenapotheke Freital. Bitte bleiben Sie gesund. Und Ihr Professor Tatze wünscht Ihnen nun viel Spaß und Erfolg beim Vereinsquiz. Von der ERGO-Generalagentur in Gonei in Ölsa. Kompetente Beratung rund um das Thema Versicherung, auch für Vereine. Und dem Autohaus Liliensieg. Herzlich willkommen im Autohaus Liliensieg. Profitieren Sie weiterhin von unserem Liliensieg Economy Service. Mindestens 10% auf Ihre komplette Fahrzeugrechnung für Fahrzeuge älter 4 Jahre. Das Autohaus Liliensieg und das komplette Serviceteam wünscht allen Vereinsquiz-Teilnehmern viel Erfolg. Sowie der Strakos Erlebniswelt in Kollnitz. So, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum Vereinsquiz Nummer 4. Und Sie sehen hier gute alte Bekannte, also alte, nee, aber gute Bekannte. Der Karnevalsverein Possendorf e.V. ist zu Gast beim Vereinsquiz von FRM. Auch Sie wollen 300 Euro in die Vereinskasse bekommen. Sie haben es noch nicht geschafft, trotz mehrmaliger Teilnahme. Das könnte sich jetzt alles ändern. Der Vorausscheid zählt natürlich, wie viele Punkte ihr jetzt bekommt. Es sieht gut aus. Der Beste ist die SG Weißig 1861 bisher mit 70 Punkten. Und dann das Familienzentrum Regenbogen und der SC Freital sind leicht abgeschlagen mit jeweils 40 Punkten. Sind auch schon sehr schwierige Fragen raus in dieser Staffel. Aber trotzdem erstmal meine Frage an den Teamsprecher René Hähnel. 11.11. Wir gehen mit starken Schritten auf die Faschingszeit zu. Wird es denn Fasching bei euch geben? Also momentan sieht es einfach so aus, wir feiern. 11.11. ganz normal, 11.11 Uhr am Rathaus, besser gesagt am Gemeindehaus in Bannewitz. Danach haben wir am 12. Veranstaltung bei uns in der Scheune, in Possendorf in der Golfscheune. Dann werden wir am 18. unsere Festveranstaltung nachholen, die wir jetzt schon seit 2 Jahren verschoben haben. Und am 19. noch eine Faschingsveranstaltung dranhängen, und zwar eine Ü50-Veranstaltung, wird immer sehr gut angenommen. Die geht natürlich schon 16 Uhr los mit Kaffee und Kuchen, und meistens ist es so, je öller, desto doller, die geht auch am längsten. Also ja. Wir freuen uns, sind guter Dinge und scharren mit den Hufen. Mach mal kurz die Überlebensveranstaltung, wie alt werdet ihr? Also rein theoretisch sind wir 57, aber wir feiern die 55. Feste feiern, alles vorbereitet. Ist alles vorbereitet seit 2 Jahren. Also man braucht eigentlich. Also toi toi toi. Nur also Schieberchen holen, sage ich mal. Ja. Ne, aber denn sonst irgendwo ist dann der Sinn weg. Ne? Also wenn wir das wieder verschieben müssten, wieder absagen, dann können wir so lassen. Dann hat man auch keine Lust mehr dann. Richtig. So, jetzt will ich die drei Herren noch mal kurz vorstellen, ganz außen. Die stehen ein bisschen verschieden. Der Danny Hertel steht auf meiner Liste hier in der Mitte. Und das macht mich nervös, wenn das nicht funktioniert. So, dann ganz außen der Stefan Rudolf, stimmt, mit PH hinten. Und René Hähnel, der Teamsprecher. Jeder hat ein Kärtchen. Das ist auch eine ganz neue Entscheidung hier von den Herren. Aber bitteschön, demokratisch entschieden, machen wir so. Wie Corona. So, Vereinsquiz Nummer 4, Karnevalsverein Possendorf. Ihr kennt das Prozedere, ja. 10 Fragen, jeweils 10 Punkte möglich für jede Frage. 30 Sekunden Zeit zum Überlegen. Wir legen los. Frage 1. Wir wollen die Abendsonne noch bitte nutzen. Erste Frage. Wann wurde die erste Sofortbildkamera von Edwin Herbert Land in seinem Unternehmen Polaroid entwickelt und auf den Markt gebracht? Also seit wann gibt es die Sofortbildkamera und der Erfinder ist Edwin Herbert Land? Gibt es die A seit 1947, B seit 1957 oder C seit 1967 die Polaroid? Ja. Okay, dann. Ich wäre ihr könnt euch noch, Corona. Ihr könnt noch überlegen. Ich sage nochmal A, 47. Schwer wie C wie Corona, aber wenn ihr sagt B. 47, 57 oder 67. Heute mache ich, was ihr sagt, dann macht ihr, was ich sage. Okay. Das machen, was du sagst. Ah, dann. Dann. Muckert auf, dann. So, also, Danny Hertel sagt 1957. Klassischer Fehlschlag, es war 1947. Doch schon? Ja. So, also, das hat noch nie jemand, glaube ich, in dieser Staffel die erste Frage richtig gehabt. So, Frage 2. Obwohl der Song Elke aus dem Jahr 1988 zu ihren Kulthits gehört, wollen sie dieses Lied nicht mehr bei Konzerten spielen. Grund dafür sind Liedzeilen, die die Band selbst heute als frauenfeindlich erachtet. Wie heißt denn die Band, die auf dieses schöne Lied Elke verzichtet? A. Die Toten Hosen, B. Rammstein, C. Die Ärzte.
Ärzte. C, ja. Richtig. Fette Elke. Ja. Ist wegen Fett. Ist es nicht schlimm, alle, dass man diese schönen Lieder wirklich nicht mehr spielen will? Es ist allgemein gruselig. Wahnsinn. Ja, was gerade abgeht. Okay. Bücher soll man nicht mehr lesen. Winnetou nicht mehr gucken. Ja. Ach, Leute. Das ist ein schönes Thema, Winnetou. Ja. Für nächstes Jahr auch, finde ich. Aber FRM darf man gucken, uneingeschränkt. Ich habe noch nichts anderes gehört. Nein. Also, jetzt hast du aber gerade noch mal die Kurve gekriegt. Nein, da brauche ich die Kurve nicht kriegen. So. Ich gucke es gerne. Frage 3, wenn ihr gerade Quiz-Freunde seid, wisst ihr genau, welche Frage jedes Jahr kommt. Und das ist die Frage nach dem. Ach, ihr. Welcher Baum ist der Baum des Jahres 2022? Ich glaube, die hattet ihr sogar. Na klar. A. Rotbuche, B. Erle, C. Eiche. So. Und wenn ihr euch vorbereitet hättet, wüsstet ihr jetzt, welcher der Baum des Jahres ist. Ich würde die Rotbuche nehmen, aber... Man möchte den Kopf auf den Tisch schlagen und nichts mehr sehen und hören. Also, welcher ist der Baum des Jahres 2022? A. Rotbuche, B. Erle, C. Eiche. Welcher ist es? Wenn du sagst Erle? Ich würde Erle sagen, niemand sagt Erle. Jedes Mal, wenn der was sagt, ist falsch übrigens, ne? René, was hättest du gesagt? Ich hätte die Rotbuche genommen. Das wäre die goldene Entscheidung gewesen. Ja, das ist Rotbuche. Die Rotbuche. Okay. War mir klar. Na klar, war mir das auch klar. Aber... du musst den ganzen demokratischen Kack musst du weglassen. Ja. Du musst... Wie ein kleiner Gott musst du hier aufthrauen. Als Teamchef das Wort durchgreifen. So, die vierte. Ich habe gesagt, die schweren Fragen sind raus, ich habe mich geirrt. Die vierte Frage. Die wievielten Bayreuther Festspiele zu Ehren des Komponisten Richard Wagner fanden im August in diesem Jahr statt? Das wisst ihr, Richard Wagner, liebe Lungen. Aha. A. Die 110. B. Die 100. C. Die 99. Richard Wagner Festspiele in Bayreuth. 110. Die 110. Die 100. oder die 99. Oder eine große Patsche. Eine große Fatsche, ja. Also die Frau Bundeskanzlerin, die war auch wieder da, wenn sie nichts mehr zu sagen hat. Aber jedenfalls die 110. B, die 100. und C, die 99. Ich denke mal, bei den 100. hätten wir bestimmt was gehört. Die 100. ist eine große Fäde. Bei 99 hätten wir auch gehört, weil das ist eine Schnapszahl. Diese Herleitung ist famos und stimmt. Okay, damit 20 Punkte. Ihr könnt immer noch 80 bekommen, ja? Wisst ihr das? Ich hab auf dich gehört. So, wir haben ein bisschen Rückenwind, lasst euch jetzt nicht nervös machen. Es bläst etwas von hinten bei uns heute hier. So, jetzt ein Begriff für Menschen, die aus dem Leben kommen. Wenn ich den Begriff Whisky übersetze, heißt das A. Lebenswasser, B. Feuerwasser, C. Heilwasser. Feuerwasser, bei den Indianern war das immer so. Darf man Indianer sagen? Nein. Nein. Deswegen. Aber bei Winnetou, die haben sie ausgerottet mit Feuerwasser. 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 Ja, warte, nochmal die Antworten sind? Lebenswasser, Feuerwasser, Heilwasser. Feuerwasser, haben die immer gesagt. Was? Lebenswasser. Ja, das sieht man mir an, ne? Das Feuerwasser haben die Indianer gesagt, weil es so brennt beim Trinken, weil die es nicht gewöhnt sind, Alkohol. Aber es heißt Lebenswasser. Aha. So, damit haben wir bei Frage 5 einen Strich und ich gebe jetzt wieder zurück ins Autohaus nach Dips. Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 4 von Quiz und Quiz bei uns im Hyundai Autohaus der Boldeswalde. Mein Name ist David Gallert, ich bin Ihr Quizmaster und wir warten noch auf unsere Kandidatin, die Mandy Urban. Hallo Mandy. Hallo David. Nimm gerne Platz. Mandy hat schon 3 Fragen richtig beantwortet und dementsprechend schon 3 Teile für ihr neues Auto gewonnen. Bist du bereit für Frage 4? Ja. Frage 4 lautet, was soll das Hyundai-Logo darstellen? Oh, perfekt, das sind nämlich 2 Menschen, die sich die Hand reichen. Das ist natürlich richtig und damit bekommt Mandy ihren 4. Gewinn. Mandy, das ist dein neues Wachtier, Max der Marder. Danke. Gerne. So, und wir sind... Seid ihr soweit bereit? Okay. So, wir sind wieder zurück bei Vereinsquiz Nummer 4, Karnevalsverein Possendorf. Und wir haben Frage Nummer 6. Die lautet, der Freiberger Bergbau nahm im 12. Jahrhundert seinen Anfang, als auf der Flur von Christiansdorf Silber gefunden wurde. Freiberg wurde damit reich und mächtig. Und ich möchte von euch wissen, wann der Silberbergbau in Freiberg offiziell beendet wurde. So, A. Ist ganz einfach, es liegt immer 100 Jahre dazwischen. A. 1913, B. 1813, C. 1713. So, jetzt ein bisschen nachdenken. Weißt du, ist ein guter Freund von mir.
Anrufe nicht genehmigt. Kein Telefonjoker. Nein. A 1913, B 1813 oder C 1713. 1913, die haben das bestimmt lange abgebaut. 1813? Na dann. Durchgelaufen. Ja, ja, wir haben uns da entschieden. Ach so, ihr habt euch schon entschieden. Ja, bitte. B 1813. Wer hat 1913 gesagt? Ich. Richtig. Leute, was, ihr seid wirklich so deppert. Wer hört denn auf die Welt? Das kann ich sagen. Leute. Ganz wilde Geschichte. Wir müssen einfach einen Beitrag erhöhen, dass ich auf die 300 Euro komme. So, so die 7. Wir hören nur noch Renny jetzt. Seit wann gibt es die Goldbären von Haribo? Ach du Scheiße. Ja. Ja, jetzt, Danny Hertel hat einen Lichtblick, das müssen wir nutzen. Nee. A. 1899, B. 1922, C. 1951. Mit 1899, die gibt es schon eine Weile. Der hatte. Oh, meiner 50. Nee, stopp, halt nicht. Was wurde jetzt B? B war 1922. Hatte der nicht 100-jähriges Jubiläum? Das ist die 50 Jahre? Nee, den gibt's schon ein bisschen länger. Oh! Benni? Was entscheidest du? Ich sag keinen Ton mehr hier. Ich weiß es nicht. Das ist unser Goldbär. Die Bude aus Bonn gibt's Volk 100 Jahre. Herzen. 100 Jahre? Gibt's 100 Jahre. Na dann, 1922? Richtig. Und weißt du auch, was Haribo heißt? Bonn hinten, warte mal. Hans. Nee, das ist bloß der Vor- und der Zunahme. Das ist bloß Bonn, Haribo. Ist Bo, ist Bonn? Bonn. In der Mitte? Hans Riegel Bonn. Hans, das ist der Erfinder der Goldbären genau. von Haribo. Mhm. Und die sind unverändert ja immer noch heute so. Selbst die Werbung ist immer noch die gleiche, fast. Ja, ich finde die witzig froh. mit diesen. Also ich meine, dieser Slogan, und da wachsen die Ebenen. Ja. Darf der noch lange gemacht werden? Haribo macht Kinder froh? Nee, glaube ich nicht. Ah, lassen wir uns jetzt mal näher aus über diese Sache hier. So, KinderInnen. Diskussion angestoßen. Die achte, los. Im Jahr 2010 feierte die Gemeinde Högendorf ein Jubiläum. Kennt ihr das, Högendorf? Ja. Klar, groß, da gab es ein großes Fest im Zug. 2010 war das 775 Jahre Högendorf, 800 Jahre Högendorf oder C, 825 Jahre Högendorf. Högendorf? Nee, das war Fasching, das hat ja da auch nichts zu tun. Du noch mal bitte sagen, ich bin Streit. 775 Jahre Högendorf, B, 800 Jahre, C, 825 Jahre Högendorf. Ich weiß es nicht, bei mir sind Tippschluss. Das darfst du nicht. Fast. Ich hab's so, Video. Männer. Ich würde auch sagen, es wurde 75. Würdest du oder sagst du? Das ist eine Würde. Ich würde, hier hat der Teamcaptain. Ja, wenn du aussagst, du wohnst dort oben, dann hoch. Hoch? Ich sag C. Aber zeigst A. Ich zeig A, aber ich sag C. Gut, warte mal, dann nehmen wir doch C oder was? A ist richtig, 775 Jahre. Damit 40 Punkte, jetzt seid ihr mit zwei anderen Vereinen gleich. Okay. Jetzt müsst ihr euch noch ein bisschen was einfallen lassen, ne? Männer. Wie viel brauchen wir? Zwei? Ja, 40, ja. 60 können es noch werden. Okay. Also, die Frage 9. Wie heißt die Schicht der Atmosphäre, die der Erde am nächsten ist? Die Schicht der Atmosphäre, die der Erde am nächsten ist, ist das A, die Stratosphäre, B, die Troposphäre oder C, die Mesosphäre? Die Stratosphäre, weil der ist aus der Stratosphäre gesprungen mit seinem Ballon hier. Wie heißt der? Was war B? Der ist aus der Stratosphäre gesprungen. Nimm A. A. Weißt du, es ist die Troposphäre. Echt? Ich hab's nochmal nach. Von den Tropen? Kommt das vielleicht, oder? Ja, das müsste eine Schicht sein, die da zwischen Troposphäre und Stratosphäre, also zwischen Erde und Stratosphäre ist. Das ist dort, wo immer die Raumschiffe verklären, weil die sich darüber einhalten. Genau. Und wo die Außerirdischen jetzt im Skat spielen. Genau. Die Mesosphäre, die ist. So, und jetzt die 10. Frage, und da würde ich euch nochmal bitten: gebt Gas, Männer, gebt Gas. Ja. Also im wörtlichen Sinne gesehen. Ha, letzte Frage, 10. Von 1990 bis 2001 war wer Oberbürgermeister von Dresden? 1990, 2001. War das A, der Wolfgang Berghofer, B, der Herbert Wagner oder C, der Ingolf Rosberg? Das wäre die 10. und letzte Frage. Dann habt ihr es durch. Rosberg war der Name. Wolfgang Berghofer A, B, Herbert Wagner, C, Ingolf Rosberg. Wagner. Wagner. Wagner und der Rosberg kam, glaube ich, danach, oder? Kann das sein? Ja, da war ja unsere Tore nicht. Ihr nehmt einen Wagner. Ihr nehmt einen Wagner, das ist eine gute Entscheidung. B ist richtig. Herbert Wagner, zuerst kam der Berghofer, das war so der Übergangs. Der war noch SED ehemals. Und dann kommt der Ingolf Rosberg. Und damit habt ihr 50 Punkte, serviert zwei Vereine ab, die jeweils 40 haben.
und setzt euch so mit 50 ins natürlich goldene Mittelfeld. Herzlichen Glückwunsch, vielen Dank fürs Mitspielen, meine Herren. Und ich sagte ja bereits, bei FAM in diesem Jahr verliert keiner, man gewinnt nur. Ich habe hier ein Säcklein stehen. Nee, denn wir gehen jetzt langsam auf die Advents- und Weihnachtszeit zu. Ihr habt auch ein schönes Vereinshäuschen. Und das wollen wir ein bisschen dekorieren, helfen. Super. Sagt mal eine Zahl zwischen 1 und 8. Mal gucken, ob sie noch da ist. 4. Weg. Alle sagen 4. Weg. 7. 7 weg. Und dann nehmen wir die 3. Die 3, die ist noch da. So, meine Herren, die 3. Es gibt von der Strakos Erlebniswelt erzgebirgische Holzkunst für euch. Zum Verschönern eures Vereinsheims. Okay. Und ich will das bloß mal zeigen, was ihr bekommt. Naja, oder? Vereinsheim. Ja. Sagt man nicht Vereinsheim? Na da, Clubhaus. Wir feiern in der Golfscheune. In der Golfscheune. Dort demnächst, jetzt was steht dort, ich stelle es mal hier hin. Dieser fantastische Schneemann stehen, ein Räucherschneemann. Ein Träumchen. Von der Strakos Erlebniswelt. In diesem Sinne, also viel Spaß beim Räuchern, viel Spaß beim Fasching, beim Jubiläum feiern. Und vielleicht sehen wir uns beim Finale wieder. Und wenn nicht, sehen wir uns dann vielleicht beim Wintergrillen. Da gehe ich schwer von aus. Da gehe ich auch schwer von aus. Und da sehen wir den Kameraden wieder, weil der wird uns nämlich Glück bringen. Verbrennt hat nämlich eine zusätzliche Heizquelle. Und dann machen wir die Spiel in der Feuerzeuge. Genau, wir machen die im Räucherhaus. Ich lehne mich hier am Kopf und Kragen. Also das war Vereinsquiz Nummer 4. Nächste Woche gibt es ein neues. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Auf Wiedersehen. Das Vereinsquiz wird Ihnen präsentiert von der Stadt- und Bärenapotheke Freital. Bitte bleiben Sie gesund. Und Ihr Professor Tatze wünscht Ihnen nun viel Spaß und Erfolg beim Vereinsquiz. Von der ERGO Generalagentur Ingonei in Ölsa, kompetente Beratung rund um das Thema Versicherung, auch für Vereine. Und dem Autohaus Liliensieg. Das war das Vereinsquiz. Ich möchte Sie nochmal an unseren Liliensieg Economy Service erinnern. 10% auf Ihre Fahrzeugrechnung für Fahrzeuge älter 4 Jahre. Das komplette Serviceteam wünscht Ihnen alles Gute und allzeit gute Fahrt. Sowie der Strakos Erlebniswelt in Kolmnitz.